Hallo und herzlich willkommen hier zu Formel 1, beim Teamkollegen, dem Guten. Hallo. Ja, Kanada, Montreal, Qualifying. Ich würde sagen, Amateure unter sich. Wer ist denn bei dir der zweite Amateur? Ja, du. Ah, okay. So, mal gucken. Sind das die. Ja, ich glaube, ich fahre mal mit den harten. Ich überlege, ob ich mal ein offensives Setup nehme oder ob mir das dann ein bisschen zu bremslich wird. Bremslich. Bremslicht, ja. Wird mir dann Zu zu bremslicht. bremslicht. Ist mir einfach zu bremslicht mit dir. Aber ich glaube, 3,30 kann man hier schon auf der Geraden einstellen, oder? Ja, man kann da gut schon ganz gut angasen hier. Da geht Feuer. So, dann nehmen wir mal. Nehmen sogar 7 Runden Sprit mit. Ach komm, wir nehmen 10 Runden Sprit mit. Eigentlich kann ich Was sogar noch mehr hier? mitnehmen. 12. Schon ein bisschen Hoffen wir mal, viel. dass wir dieses Mal beide eine halbwegs flotte, schnelle Runde hinbekommen und Ja, auch halbwegs Q2 ist früh. eigentlich Pflicht, sage ich mal. Dass wir nicht beide wieder hier 20 Minuten in Anspruch nehmen müssen. Wäre mal drauf, also wenn wir mal, was weiß ich, nach der Hälfte des Qualifyings beide 1 und 2 sind oder so und dann mal das Qualifying und zumindest Q1 dann halt die zweite Hälfte überspringen können, das wäre mal cool. Ja, bist du gerade auch rausgefahren vor mir? Also fährst du jetzt gerade in die Schikane ein? Nee, ich bin jetzt schon etwas Yes? weiter. Nee, das ist ja wohl eine Lüge. Hä? Also mit der Schikane meine ich die S da. Also. Ach so, okay. Ich bin jetzt hier, wo dieser Kran. Willst du vorbei? Wäre vielleicht eine Idee. Kannst ja in meinen Windschatten hängen. Ja, ich sag mal, muss ja erstmal ein bisschen fahren lernen, du. Erstmal Kuppeln lernen. Erstmal kurbeln. Anfahren am Hang. Oh, das fährt sich so geil im Trockenen. Ja, man hat auf einmal, man hat Grip. Der geht fast schon dynamisch vom ersten in den zweiten. Oh, hier geht er. Aber ich habe ihn viel zu hoch übersetzt. Nee, du musst bei der Strecke, darfst du nicht im ersten oder zweiten, wenn du auf die Gerade fährst, schon Gas geben, sondern etwas später, dann dreht er den Sitzer aus. Ja. Boah, sa sau. Das war schon mal ein Top-Erste, oder? Wow, mein Wagen ist relativ schwer mit 12 Runden Sprit dabei. Ich hab mir gedacht, erstmal nochmal im Regen bis im Trockenen hier rantasten. Fährst du jetzt 3-4? Ich fahre 4,5, aber ich bin immer ein bisschen. Boah, da hat aber gerade eine saubere Kurve gezogen. Aber da, das sah ein bisschen unnatürlich aus, der Ferrari-Fahrer. Was hat er denn gemacht? Der ist hier bei Ende Sektor Wow! 1. Alonso, ey, was machst du da? Der ist ja saulahm unterwegs. Ja. Also der ist da erst abseits der Ideallinie gefahren, was ja für die KI eh schon mal komisch ist. Ja, der ist auf einer langsamen Runde. Und dann ist der so ganz abgehackt sozusagen gelenkt. Also so von jetzt auf gleich. Ein bisschen ruppig. Fahrlehrer hätte sich schon an Gurt gegriffen. Das war aber gerade, ey, das war fast perfekt mich durch die Schikane. Also ich bin schon 1,16er Zeiten gefahren. Ich glaube, gerade habe ich eine 1,18,1 War jetzt bei mir eine gefahren. 23. Oh. Aber ich Ja, hab ich. dich vorher vorbeigelassen und so. Ja, du hast mich aber in der Aufwärmrunde vorbeigelassen. Ach so, es war gar nicht. Warte mal. Ach so, stimmt. Da war was. Da war was, ja. In der Outlap. Ich hänge jetzt nochmal eine mit magerem Spritgemisch ran, um nochmal Kerze zu sparen und dann feuern wir gleich nochmal eine hinterher. Und ich meine, wir sind auch gerade noch auf hart unterwegs, also zumindest ich. Ja, ich auch.
Ich probiere mal ein Spin komplett mit. Ein Spin? Ein Spin, ja. Ein Spin in der Schikane wollte ich jetzt gerade mal probieren. Komplett mit hart. Ein Spin mit deinen Tires. Also wenn du am Ende der Kehre ganz sachte Gas gibst, so 20% Stellung, dann kommt der ein bisschen besser raus, als wenn du durchdrückst. Also mein Getriebe ist richtig scheiße übersetzt. Ich habe das viel zu hoch gestellt. Ich komme so gerade im Grün. Also ich fahre die erste Kurve so wie Kobayashi. Heißt das gut oder schlecht? Eher schlecht. Die Reifentemperaturen sehen sehr gut aus. So. So, sauber durch die S durch. Irgendwie möchte ich mal einen Safety Car sehen, der SLS sieht so geil aus. Also ich hatte hier einen, aber das war auch nur, weil ich gerade in dem Moment einfach nichts auf die Kette gebracht habe und dann einfach mal rückwärts gefahren bin. Da gab es dann Safety Car. Okay. Dann war ich erster hinterm Safety Car und durfte das dann überholen. Das klingt nice. Jack liegt auf Position 3. So, gerade eine 1.73 hingebracht. Ein weiterer Fahrer hat deine Zeit unterboten. Das bedeutet momentan Startreihe 7, 13. Platz. Guten. Sagst ja. Gar nichts. Ja. Bist konzentriert. Naja, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich jetzt reinfahre. Und dann nochmal eine Runde mit vernünftigen Getriebe-Setup probiere oder ob ich jetzt nochmal das mit dem Hochübersetzen hier probiere. Achso, bist du schon in der Box gerade oder? Nee, noch nicht. Ich bin glaube ich hinter dir, wenn du da so rumschlängelt. Schlängelt ja. Okay, dann überhole ich dich gerade. Das war meine Intention. Boah, voilà. Da schauen wir mal, was mit Kers und DRS und Windschatten geht. Muss ich aber enttäuschen, ich setze jetzt keinen Kers ein. Also mit Windschatten komme ich locker auf meine 330. Du leckst gerade ein wenig. Was für ein Setup hast du? Sehr lang übersetzt. Auf da wie viel kmh? Habe ich dich... 3,32. Bei mir so. War der Pfeil aber kurz vor Beginn der Kurve weg von dir. Ja, weil ich direkt neben dir war. Hä? Nee, dann hätte ich dich ja gesehen. Ich habe bei Dingens Ansicht hier diese etwas oberhalb. Überm Helm. Ja, die TV-Kamera. Genau. Okay, also ja, du hast auch gerade ein bisschen geleckt. Ich weiß nicht, bist du gerade nebenbei noch am nee, Hochladen? Nee. Gerade nicht. Das habe ich mir extra aufgespart, weil ich mir dachte, Formel 1 mag das nicht. Ja, das war gerade, da gab es gerade einfach ein paar Lecks und da, ich war auf jeden Fall neben dir und du hast halt voll reingezogen. Ja, ich habe dich nicht gesehen, ist ehrlich. Weil ich dachte, du fährst nochmal in die Box, weil du sagst, du setzt keinen Kers ein und so. Ja, ich wollte Kers mir jetzt für eine halbwegs vernünftige Runde mal aufsparen. Und da habe ich gedacht, und das sollte ich vielleicht demnächst unterlassen. Ja, denken ist, weiß nicht, scheiß drauf. Aber wir haben auf jeden Fall verschiedene Linien durch die Spitzkehre und ich komme aus der eigentlich ziemlich gut raus. Also ich habe den ersten wirklich sehr, sehr lange übersetzt und dann macht er sich aber auch gut, der erste. Naja, der hängt sich bei mir auch nur noch ganz kurz. Also, beziehungsweise dann kann man halt schön lange... Scheiße. Da hat die KI mehr gebremst, als ich dachte. Hoppala, Entschuldigung, wollte ich nicht. Ich dachte mir gerade, ich versuche nochmal zu üben, mit Vollspeed in die Box reinzufahren, ne? Und vor mir war ein Marussia und ja,
KI ja. bremst früher als ich bremsen würde. Also das wären schon mal 10 Plätze wieder gewesen. Wie, du hast eine Strafe gekriegt oder was? Nein, nein, das wären 10 Plätze gewesen, hätten wir die Strafen an. Mal gucken, wie lange geht das noch? Also im Moment wäre ich auf jeden Fall nicht im Q2. Ja, ich kann mal eben kurz gucken. Placement. Also, ich bin zurzeit knapp 2 Zehntel hinter. Und ja, mal gucken. Gut, ne, Perso, hinter dir ist noch Rosberg, der wird sich auf jeden Fall noch an dir vorbeischlagen, es sei denn, der hat ein Problem. Also 2 Plätze musst du mindestens noch gut machen. Ja. Und das sind im Endeffekt 7/8 Zehntel, die du gut machen musst. Also am besten eher 8/9. Oder gar eine ganze Sekunde, also eine 18/0, das müsste eigentlich passen. Ja, ich fahre jetzt noch diese Runde hier. Eigentlich wollte ich die letzte schon locker zu Ende fahren. Na, jetzt fahre ich diese Runde hier und dann mache ich nochmal einen Versuch. Weißt du, jetzt hättest ja auch noch einen Satz Weichreifen, ne? Ja, die werde ich, denke ich, auch nehmen. Und ich stelle auf jeden Fall den letzten Gang anders ein. Der ist ein bisschen dumm gewesen von mir. Der hatte ich, glaube ich, auf 3,35, 3,40 irgendwie. Und ich komme so gerade in grün mit DRS. Ja, ich werde jetzt nochmal rausfahren und ich werde mal einen weichen Reifensatz anfahren. Schon mal für die nächste Runde. Dass die im Q2 dann ein bisschen schneller greifen. So ganz geschmeidig. Also sind auch schon viele aus unserer Tabellenregion, also zum Beispiel Force India, sind schon auf hart, auf weich draußen. Ja. Ja, das sollte schon. Also ich fahre jetzt nochmal auf reich, genau. Ich fahre jetzt Witch Kid und so. Wer ist jetzt auf reich von YouTube? Ja. Ich fahre jetzt auf YouTube Money. Hoffentlich kommt irgendwann mal eine Strecke, die ich mal wieder gut kann. Ich glaube, Sao Paulo konnte ich immer ganz gut. Ja, Spa müsste auch relativ bald kommen, ne? Und Silverstone kommt jetzt als nächstes, glaube ich. Ja, Silverstone und dann geht's auch schon bald. Ungarn müsste dann kommen. Also Budapest konnte ich auf der Konsole nie, aber ich glaube, hier am PC mit dem Lenkrad kann das was werden. Okay. Das sollte eigentlich ungefähr passen. Ups, ich muss mich beeilen. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Relativ, ja, so 6-7 Minuten dürften es noch sein. Also eher 6, ja. Oder? Die werde ich wahrscheinlich auch noch voll ausnutzen. Ja, gut, ist nicht so ein Senkrechtstarter. Muss erst warm laufen. Ich muss mich erstmal einfahren hier im Trockenen. P18 im Moment. Das wäre nicht so wirklich zufriedenstellend. Das wäre deinem Ziel von gestern nicht, oder das würde das Ziel, was du dir gestern gesetzt hast, nicht, sein, ne? Nö. Oder das würde... Der hat mal mit einem kleinen Drift gestartet hier. Gucken wir aber, dass die Strecke jetzt, die müsste ja auch noch ein bisschen schneller sein gerade. Den ersten habe ich gerade noch einen Tacken höher übersetzt. Ich habe jetzt gerade erstmal ein bisschen weiches Gummi auf der Strecke platziert. Dann hast du mir schon mal eine kleine Bremsspur gelegt. Genau. Damit du gut Grip hast. Ja. Schön auf dem anderen Bremspunkt am besten. Genau, damit du weißt, wo du drauflatschen kannst. Genau. Oder wo ich es besser dann sein lassen sollte und ein bisschen eher. So. Rein in die Box. Find's auch mal ein bisschen komisch. In der Box hat er auch nur 30 FPS bei mir. Aber auch nur in der Cockpit-Ansicht. Sobald er dann rausschwenkt, habe ich wieder 60. Das ist ja. Hat dem was mit dem Geschwindigkeitslimiter zu tun, vermute ich.
So, ich liege vor Ailton. So, fünf Ailton? Minuten. Ailton, ja. Aber das hört sich mal so ein bisschen an wie Ailton. Ailton war doch ein Fußballspieler, oder? Ja, genau, von Werder Bremen. Da, also da ist er, hat er seine beste Zeit gehabt und macht zurzeit Werbung für Tours. Ich weiß nicht welche und deswegen lasse ich es halt mal bleiben mit dem Dings, ja. Läuft auf jeden Fall häufiger mal auf YouTube Werbung. Okay. Müssen mal wieder mehr YouTube schauen. Echt so, muss man meine Videos angucken. Ich muss auch Fame werden. Nur deswegen bin ich da meistens leider dabei, ne? Kenn ich das schon. Ja, voll doof, ey. Mach mal was Eigenes. Mach du mal weniger mit mir, du. Du Schurke. Okay. Ich hab die Was war das denn gerade? World of Champion geknutscht. Und. Ja, immer noch P18, aber näher rangekommen. Also, mal sagen, so 4-5 Zehntel sollten es schon noch sein. Müssen sein. Also dein zweiter Sektor ist relativ langsam. Also mit anderen Worten sogar extrem langsam. Fast eine Sekunde langsamer als das, was die dir vor dir fahren. Der dritte, erster Sektor Bestzeit, das ist schon mal ziemlich stark. Gesamtbestzeit? Nice. Ja. What the fuck? Ich bin da irgendwie so ganz komisch reingerutscht und hab nur gerettet, dass ich irgendwie durchkam. Oh, wenn es da rosa wird, dann ist das ja fast vielversprechend. So, ich will jetzt gerade nochmal die Boxenausfahrt üben, weil die ist ja auch ein bisschen tricky. Na, das sieht halbwegs gut aus auf der Runde hier. Aber jetzt sieht man auch schön, wie sich jetzt im Qualifying so langsam der schwarze Streifen bildet. Nein, Einschlag in die Wurst. Nein, komm. Ja, 18,9 ist in Ordnung. 16,9 meinst du? 16,9, ja. Ja, ich würde sagen, das passt 1 und 4. Ich meine, ich habe meine Zeit auf harten Reifen gefahren, ne? Ja. Und bei mir geht mehr. Nur der Tank war jetzt auch leer. Ich hab den jetzt, glaube ich, auf 2 Liter runter oder so. Ich muss schon gucken, dass ich den in die Box trage. Doch, Formel 1 werden die Spritmengen doch in Kilo angegeben. Ja, 2 Liter. Mensch. Ich bin auch aus alten Zeiten. Dann machen wir Event überspringen, ne? Ja, ich bin sowieso auf dem Weg in die Box, deswegen da kann ich das hier. Da kann ich jetzt mal voll durchpacen. Wo bist du gerade, in welchem Sektor? Sektor 3. Ich fahre jetzt gerade. Und genau jetzt fahre ich in die Box ein. Ich bedränge hier gerade mal ein bisschen Rosberg auf seiner schnellen Runde. Na. Also wenn ich. Das macht man aber nicht. Gut. Und wir werden gleich Q2 fahren. Yes! Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass es keinen Exklusiv-Content gibt. Ja, vor allen Dingen. Gibt es auch endlich mal hoffentlich nicht Startplatz 22. Den habe ich schon so, das ist schon so eine Hassliebe. Da kann man sich zumindest noch denken, du kannst es im Rennen nur noch besser machen. Ja. Irgendeiner wird sich schon disqualifizieren oder kaputt gehen, wird man mindestens 21. Ja. Bisschen schwund ist immer. Ich habe mir mal die TV-Aufzeichnung von deinem Malheur in Monaco angeguckt, ne? Ja. Also, ich muss ganz ehrlich mal fragen, hast du die Pedale verwechselt? Welche Pedale? Ja, Gas und Bremse. Das war Freifluch, ne? Der hat nichts mehr gemacht. Naja, das, ne? Ja, so war das. 8 Runden. Eigentlich würde ich jetzt gerne mal 2 Minuten in der Box stehen bleiben, weißt du das? Ja, aber das ist relativ langweilig, ne? Ja. Ich meine, wenn es so eine Möglichkeit gäbe, was ich man
einigt sich mit den beiden Koop, dann, was ich so und so viele Minuten vorzuspulen, ne? Mhm. Hätte ich persönlich nichts gegen, weil ich meine, man ist ja schließlich in der Regel unter Freunden bei Koop, Formel 1 Koop. Ja, ich fände es genial, ich sag mal so jetzt auf die Hälfte vorzuspulen und dann einfach seine 5 Runden auf schnell mit weichen Reifen, wenn der Gummi schon auf der Strecke ist, aber so werde ich jetzt 2 Runden mit einem anderen Reifensatz fahren, um den schon mal ein bisschen anzugewöhnen. Das Q3 dann. Oh, du denkst schon so weit voraus, wobei nach dem Ergebnis gerade eben in Q1 kann man das auch. Ich weiß auch nicht, wie die auf einmal so lief. Ich hab mir gedacht, jetzt musst du pushen. Und dann ging da auf einmal was. So, ja, ich bereite mich jetzt schon mal mental vor auf die Runde. Auf der Geraden hat man ja die Zeit, nochmal alles durchzugehen, ne? Ja. Gerade auf der ersten. Ist ja noch ein bisschen länger, glaube ich. Gerade in der Kehre ist es übelst von Vorteil, wenn da schon Gummi ist. Ja. Das stimmt wohl. Boah, voilà. Also, meine Wenigkeit und die erste Kurve ist auch so eine kleine Hassliebe. Ja, ich weiß nicht. Ich kann die irgendwie nie so richtig einschätzen. Die macht so verdammt du. Die Linkskurve, also rechts-links-Wechsel, der erste kriege ich hin. Aber dann, wenn die rechts so übelst zumacht, dann weiß ich auch manchmal nicht wohin. Oh, jetzt gerade ziemlich weiches Gefühl, aber Bremse irgendwie. Ist hier ein Bremsschlauch weggerissen oder was? Jo. Alter, was macht der da? Was macht Hamilton da? Was macht der da? Die Bremsscheibe ist verschlissen, glaube ich. Jetzt bin ich innen durchgerutscht bei Hamilton. Der ist komplett weggefutscht. Ey, was war das denn das für ein Manöver von dem? Erst durchbeschleunigen nach der Kurve und dann haut er, warte mal, die Handbremse rein und lässt mich vorbei. Oh Mann, ey. Ich bin gerade erstmal schön den Einseite des Frontflügels angehauen. Weil ich Kehre auch mal wieder ein bisschen verbremst habe und dann. Da hat sich mir gepasst vom Radius. Also das wird erstmal eine entspannte 1.18er. Ne, eine 1.19er sogar. Es ist heftig, dass Massa jetzt schon schneller fährt als ich mit meiner Bestzeit. Wohin? Boah. Jetzt pace die KI richtig an, sag ich dir. Wir haben jetzt gesehen, wenn sauber das kann, dann können wir das auch. Ah. Dabei fahren die nicht so sauber. Hohoho. Ho, ho. Mal die mal durch, so. Bin ja mal gespannt, ob das für uns dann doch noch. Also Q3 wird jetzt auf jeden Fall knackig, denke ich, wenn die solche Zeiten vorlegen. Die Frage ist nur, okay, Alonso haut jetzt auch so eine rein. Könnte sein, dass die jetzt vorne alle so 16, niedrige 16er. Gleich wird wahrscheinlich irgendjemand auch mal eine 15er raushauen. Da habe ich so schon so ein Vettel im Hinterkopf. Ja, wobei. Red Bull ist ja nicht so Highspeed-lastig und die Gerade ist ja auch aber relativ trotzdem. Lang. Im zweiten Sektor holen die das wieder raus. Und der ersten. Ja, 1.16.042. Geht auf jeden Fall auch noch 15 irgendwas. Wenn du nicht mindestens also 1.18.2 ist zurzeit P10. Okay. Ja, nach meinen Zeiten darf man gerade nicht gucken, weil ich fahre jetzt 3 Runden, habe ich mir vorgenommen, und fahre dann meinen eigentlichen Turn. Ich habe gerade die erste Kurve schon mal halbwegs hinbekommen. Obwohl ich fahre einen stabilen 1.19er. Ohne jetzt irgendwie, ich sag mal, das ist wahrscheinlich auch mein Renntempo dann irgendwo. Oh, erster Sektor direkt mal lila. Ist schon mal gut. Das hört sich gut an. Ja, das tüdelt. Wenn der Reifen klebt, dann geht's auch. Deine Reifentemperatur ist genau richtig. Ja, der ist gerade richtig sticky. Der ist richtig klebrig. Der ist richtig klebrig und weich wie Butter. Hat er mir gerade auch gesagt, perfekte Temperatur jetzt nach 2,5 Runden.
Da waren 2,5 gechillte Runden. Ich glaube, den kriege ich auch in einer Runde heiß. Macht man dann doch mal die Kehre im Slide und so, ne? Und der Frontflügel ist ab. Von wegen Kehre im Slide und so. So, ich würde sagen, du sollst mal oben auf die Anzeige gucken. Ja, geht da was? Ja, 15,9, das läuft doch. Bist eine Sekunde schneller als ich im Q1. Boah, ja. Ja, weil jetzt, das ist auch eigentlich, das passt ja. Ich hatte so, glaube ich, 1-2 Zehntel hinter dir oder 3, keine Ahnung. Und habe jetzt die weichen Reifen drauf. Hatte ein sehr, sehr leichtes Auto, weil ich war... Ich glaube, ich krieg gleich Stottergas. Das macht gleich nur wild. Okay. Aber das hat genau gepasst, auf den Punkt. Hatte zwar ein bisschen Verkehr, aber die haben wunderbar Platz gemacht und... Ja, jetzt gerade momentan wieso sehr wenig los auf der Strecke, also... Jetzt ein voller Boxenstopp und raus geht's, ne? So, auf die Strecke. Wir fahren jetzt, ich werde jetzt 2 langsame Runden fahren, um die Reifen vorzuglühen und dann fahre ich 3 schnelle ballern. Ein bisschen vorglühen? Ja genau, dann werden sie gekickt. Oh. Und eventuell geht auch noch eine 4. Fette, glaube ich. Kurz vor der Boxeneinfahrt beginnt stottern. Ja, ist im Endeffekt fast egal, weil der kann ja nicht komplett ausgehen. Ich glaube, das Niedrigste, was du dann haben kannst, Tempo 80 oder sowas. Ja. Oder dann steht es halt auch fast auf der Strecke. Ja. Und die Runde dauert dann seine 3-4 Minuten. Ja, aber man kommt an. Ja. Das ist dann halt die von der Boxengasse vorgeschriebene ultimative Spritspartechnik. Tippt genau. Der Gang und nicht schneller als 80. Na, ich glaube, der fährt dann sogar im ersten den, oder? Ja, ich glaube auch bald. Ist ja natürlich Spritspann. Bisschen den Turbolader anfächern, da bei voller Drehzahl. Ja. Damit der wenigstens so ein bisschen hinterher pumpt. Damit der mal Luft holt. So langsam kann man aber schon hier raus beschleunigen. Also ist doch durchaus Grip auf der Strecke. Also gerade eben, als kurz nachdem ich meine Zeit gefahren habe, war das perfekte Zeitfenster eigentlich, um rauszufahren, weil da hätte man eine Riesenlücke gehabt. Da hätte man eine Runde komplett frei fahren können, wäre dann noch vor allen rausgekommen, die dann wieder aus der Gasse rauskamen. Klingt nice. Aber jetzt stehe ich gerade in der Boxengasse und du hast übrigens 3,11 Sekunden Rückstand. Ja, ich bin ja bis jetzt nur meine chilligen gefahren. Also ich meine, hättest du 3,333, da hätte ich eintrinken müssen, weil wegen Schnappzahl. Oder du jetzt eintrinken müssen. Oder beide. Oder beide, ja. Ne? Weil ich meine, ne, don't drink and drive und wir müssen auch driven, deswegen. Oha. Okay, das wird nix. So, ich würde sagen, ich fahre dann schon mal wieder die nächsten Reifen an. Fürs Q3 schon mal was reservieren. Ich denke mal, mit deiner Zeit bist du auch durch. Da kann man mal von ausgehen, also es war... Also ich habe unter Trainingsbedingungen war ich nicht so schnell. Das war gerade so... War gepasst. So, bist du jetzt zurzeit auf der Strecke? Zweite gerade. Also, World of Champion gerade. Du müsstest mich jetzt gleich hören, wenn du in der Box stehst. Ich bin doch schon längst draußen. Ich bin jetzt gerade Ende Sektor 1. Nur ich mache hier einen ganz entspannten. Ich will die Reifen ja nur so ein bisschen aufrauen. Mal gucken, was geht mit dem Reifen. Ja, mal ein bisschen. Na, ich lasse jetzt hier doch. Ich guck, dass ich so langsam anpace hier. Dass er in Q3 dann packt. Ja, aber jetzt schleichen sich bei mir wieder Verbremser ein. Da konnte auch ein bisschen qualmen. Ja. Wenn man in der Aufwärmrunde ist und die KI nicht überholen will, das ist auch super. Dann so, wenn man so mit 80 da lang fährt, dann auf einmal anfängt, neben einem herzuschleichen. Ja.
Bitte lackiere gleich nicht so extrem langsam, weil ich komme da jetzt angepäst, ne? Ja, ich mach langsam, aber geraden. Und rausgedrehte Lackiere. Na, die war verkackt. Schade, war eine Sekunde von meiner Bestzeit ungefähr. Gerade reingefahren oder nee, ne? Nee, ich fahr jetzt gerade. Ich glaube, ich sehe dich gerade, ich komme von rechts. Ja, ich habe das schon alles mitbekommen. Was macht der da? Alter! Der fährt aus der Box raus. Ich habe mich eher gefragt, was du da machst. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Das sah so aus, als hättest du aufgemacht irgendwie. Jetzt habe ich ein Problem, weil ich habe keinen Frontflügel mehr. Beziehungsweise nur einen halben. Und ja, mit einem halben geht's ja noch. Ja, naja. Jetzt mal jetzt Reifen sauber fahren. Boah, Hamilton wird jetzt abgeschossen, sag ich dir. Na, aber ich kann jetzt nicht mehr reinfahren. Dauert zu lang. Aber da konnte Hamilton ja nichts für, weil ich meine... Ja, ja. Ich hab mich nur gewundert, der kam da rausgeschossen, da mit 250. Habe ich mal den Anker geschmissen. Ah, da bist du. Da habe ich gerade mal eine andere Linie versucht. Etwas weiter außen. Ja. Teilweise leckst du ein bisschen so, springst dann auf einmal so ein bisschen. Ich kann es mir eigentlich nicht so wirklich erklären. Voila. Also da ist auch gerade niemand, der aus der Box rausfährt. Ja, das ist eine nette Info. Sonst erschrecke ich mich. Slot. Oder ja, mir fehlt noch relativ viel, glaube ich. Ja, ich muss 6 Plätze gut machen oder sowas, ne? Oder was fahre ich gerade? Ja, 6 Plätze. Ah, ich meine, eine Runde kannst du auf jeden Fall noch hinten dranhängen, wahrscheinlich sogar... Wenn der Sprit reicht. Zwei wird knapp, aber könnte auch funktionieren. Ja, nicht ganz. Manchmal habe ich so das Gefühl vom Sound her, da will er irgendwie eine Durchsage machen und macht die dann plötzlich doch nicht. Da wird so das Audio leiser und dann fängt er aber doch nicht an zu sprechen und es wird wieder lauter. So, 1 minute left. So, ein Platz nach vorne geschoben. Boah, den habe ich nur eingefangen. Da kam er ein bisschen quer. Hat er ein bisschen geschoben. Ja. Er ging ja ein bisschen stoll. Wow, wow, wow. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Ich glaube, das war's. Ja, warte mal. So, zack, zack, zack. Ja, anderthalb Sekunden. Alter, eine 18-0, das gibt es ja gar nicht. Also, ja, ist du ja hast fast eine 18-0. Ja, da ist es vorbei. Oh Mensch. Und ich fahr rein, 15. Platz. Das ist, glaube ich, mit meinem bester Startplatz bis jetzt. War ich schon mal vor dem 15.? In Q3 war ich auf jeden Fall noch nie. Ich glaub schon, ja, dass es schon mal besser war. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt Exklusivinhalte bei dir. Wie so oft, ne? Genau. Schon fast standardmäßig. Du warst doch ein gutes Stück vorne, ne? Ja, ich würde sagen, dann schaut mal bei Arctic zu Ende. Bei mir ist jetzt vorbei. Tschüss. Ciao.